Insuffizienz vorausgeht. Aber zunächst gibt es mal einen praktischen Fall. Das war auch noch ein Kollege, 57 Jahre alt, seit der Kindheit übergewichtig. Immerhin hat er gejoggt täglich und irgendwann kriegt er beim Joggen Atemnot und weiß als Arzt, jetzt brennt unterm Dach, jetzt muss er was machen, weist sich selber ein in die Reha-Klinik Überruh, weil er den Chefarzt dort kennt. Dort wird speziell behandelt. Er hat seit 6 Jahren Diabetes und hat mit zunehmenden Insulindosen eben dann sein Gewicht noch weiter erhöht. Bei der Aufnahme 118 Kilo, Body Mass Index 36,5, immerhin 90 Einheiten Insulin täglich, ganz klar eine richtige Insulinresistenz. War erstaunlich gesund so bei seinen ganzen Werten. Laborwerte ziemlich normal, Röntgenthorax, EKG, Belastungs-EKG, alles okay, Lungenfunktion auch. Er hat in der Ergometrie eine mäßig reduzierte Leistungsbreite gehabt, er hat nur 100 Watt geschafft. Und im Echo- und Gewebedoppler war dann aber doch eine deutlich erniedrigte diastolische Myokardgeschwindigkeit, also Füllungsfunktion, da. 7,7, der Alter-Soll-Wert wäre 9,2. Und die Diagnosen waren dann dementsprechend diastolische Herzinsuffizienz, NYHA 2 bis 3, bei diabetischer oder Insulinresistenz-Kardiomyopathie, Typ 2 Diabetes, Adipositas, Insulinresistenz. Und dann kommt das Problem. Wie soll man behandeln? Es gibt ja keine Evidenz. Macht andererseits auch einen gewissen Freiheitsgrad in der Behandlung. In dieser Reha-Klinik hat man das also nicht traditionell gemacht mit fettarmer Kost, die zu beabsichtigte Gewichtsreduktion, sondern hat zur Normalisierung der Insulinresistenz eine kohlenhydratreduzierte Kost, gleichzeitig mit niedrigem glykämischen Index verabreicht. Die täglichen Kalorien etwa zu 30% auf Kohlenhydrate verteilt, 40% gesunde Fette und 30% Eiweiß und natürlich viel Salat und Gemüse. Und es gab auch Bewegungstherapie, 2 bis 3 Stunden täglich, aerobes, pulsüberwachtes Ausdauertraining, zum Beispiel mit Nordic Walking. Was hat sich dabei so entwickelt? Metabolisch. Man hat natürlich gleich am Anfang ihm seine Insulindosis mal halbiert, dass er nicht in Unterzuckerung kommt. Und Sie sehen im weiteren Verlauf... So, Sie sehen im weiteren Verlauf die rechteste Spalte. Die Insulindosis wurde weiter reduziert, angepasst an die Blutzuckertagesprofile. Und am 10. Tag konnte man schon auf 0 absenken. Nicht? Die mittlere Spalte zeigt die postprandialen Blutzuckerwerte, die gegen Ende wunderschön waren. Und die nüchternen Werte waren akzeptabel. Rechts Gewebedopplerbilder. Es geht um E, die frühdiastolische Geschwindigkeit, septal gemessen jetzt hier am Anfang. 5,4 cm richtig erniedrigt, bei Entlassung mit 8,2 schön erhöht. Im Verlauf dieser 3 Wochen gab es keinerlei Komplikationen bei dem Herrn. Bei der Entlassung hat sich sein Kraftzustand, seine Leistungsfähigkeit schön gebessert mit 20 bis 30%, keinerlei Dyspnoe mehr. Sein Gewicht war eigentlich fast unverändert, 2 Kilo weniger in 3 Wochen, macht keinen großen Eindruck. Sein Blutzucker nüchtern 140, akzeptabel, HbA1c 6,4, weiter normaler Lipidstatus und er wurde entlassen, ausschließlich mit kohlenhydratreduzierter Kost und pulskontrolliertem Bewegungstraining als Lifestyle-Maßnahme. Nach einem Jahr hat er sich wieder vorgestellt, hat das alles schön beibehalten und hat dann immerhin 6 Kilo verloren, schlank war er dann immer noch nicht, aber hat jetzt eine tolle Leistungsbreite normal wieder gehabt mit 175 Watt. Und hat weiterhin normale postprandiale Blutzuckerwerte gehabt. Inzwischen war er auf Metformin eingestellt, 2x1000. Und das Ganze ist also der Fallbeispiel, der erste, dass eine diätetische Therapie von diabetischer oder Insulinresistenz, Herzinsuffizienz möglich ist.